Willkommen in der Loge. In diesem Video gehen wir der Frage nach, was ist Old World, Heroes of the Aegean oder Helden der Ägäis? Denn mit dieser ersten Erweiterung für das bereits 2021 erschienene Old World erhalten wir nicht nur neues Gameplay, sondern auch eine komplette deutsche Lokalisierung sowie einen Steam- und GOG-Release. Damit wird Old World als direkter Civilization-Herausforderer nochmals deutlich interessanter, vor allem für alle Spieler, die eine deutsche oder eine andere Lokalisierung bevorzugen und mit den vielen englischen Texten nichts anfangen konnten. Zudem erhalten wir mit der griechischen Antike einige sehr interessante Szenarien für das Spiel. So kämpfen wir nicht nur als Leonidas, König der Spartaner, mit seinen tapferen 300 an den Thermopylen gegen das übermächtige persische Imperium, sondern erleben auch viele weitere spannende Szenarien rund um die Ägäis. Und als absolutes Highlight können wir uns Old World 2 Wochen lang dauerhaft sichern nach dem Release der Erweiterung. Vor allem Civilization-Veteranen werden die Ähnlichkeit zu Old World bereits schnell nach dem Start merken. Allerdings macht Old World auch einiges anders und es gibt verschiedene Unterscheidungsmerkmale, die beide Spiele voneinander trennen. Beispielsweise treten wir nicht in ein Raumfahrtzeitalter ein oder erkunden ferne Technologien, sondern bleiben deutlich länger in einem Zeitalter wie aktuell der griechischen Antike. Zudem bleiben wir näher an der Geschichte der Menschheit und bleiben durch die verschiedenen Charaktere und bekannten historischen Persönlichkeiten näher an den Geschichtsbüchern. Hierdurch haben wir die Möglichkeit, verschiedene epische Geschichten und viele historische Ereignisse nachzuspielen. Und mit den Helden der Ägäis der aktuellen Erweiterung bleiben wir natürlich im antiken Griechenland, Sparta und den berühmten 300. Der Fokus liegt also hier eher auf der Vergangenheit und nicht in der fernen Zukunft. Durch verschiedene Charaktere, welche wir von der Geburt bis zum Tod begleiten, können wir auch nochmals zusätzlich Einfluss auf die Geschichten nehmen. Beispielsweise treffen wir Entscheidungen, die die einzelnen Charaktere beeinflusst und wir dadurch Allianzen schmieden oder unsere Truppen mit Generälen verstärken. Diese haben besondere Fähigkeiten und können auch als Statthalter in Städten einiges an Unterschied bewirken. Dadurch bietet Old World sehr viel mehr Tiefgang und bringt neue Ideen in das Genre. Durch die Mischung aus Civilization-typischem Gameplay sowie den Familienstammbäumen und Rollenspielelementen sind wir gefühlt näher an unserer Zivilisation dran und fühlen mit unseren Charakteren mit. Old World fühlt sich daher eher an wie eine fortgeschrittene Variante für erfahrene Spieler des Genres, bietet jedoch auch Einsteiger natürlich Hilfen, dort hineinzufinden. Das System mit den bekannten Charakteren und historischen Persönlichkeiten sowie ganzen Dynastien ermöglicht tiefer gehende politische Aktionen, welche wir nach und nach im Spiel kennenlernen und auch in den Szenarien immer eine wichtige Rolle spielen. Und da jede Spielrunde ein Jahr in der Spielwelt darstellt und die Anführer in realistischen Zeiträumen altern und sterben, erleben wir mit den verschiedenen Charakteren eine Geschichte, lernen diese kennen und haben auch eine direkte Bindung zu ihnen. Und können mitfühlen, wenn ein lang geliebter Charakter langsam an Altersschwäche stirbt und der Nachfolger nicht ganz dem Vater ähnelt. Somit sind die Entscheidungen, die wir treffen, nicht nur für die ganze Zivilisation, sondern auch die Geschichte der einzelnen Charaktere wird vorangetrieben, welche ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Weniger einsteigerfreundlich sind die vielen sehr textlastigen Menüs und Tooltips. Wobei ein Tutorial Pflicht ist für Neueinsteiger, um diese tiefer gehenden Bereiche zu verinnerlichen. Wir werden auf jeden Fall förmlich mit Text erschlagen, was bisher vor allem in einer englischen Lokalisierung für deutsche Spieler doch oft ein Hindernis dargestellt hat. Allerdings erhalten wir abseits von dieser gezeigten Vorabversion mit dem Steam- und GOG-Release eine vollkommen deutsch lokalisierte Variante, das heißt mit deutschen Texten. Das wird es auf jeden Fall einfacher machen, auch für deutsche Spieler ins Spiel zu finden, nachdem die Texte hier wirklich viel vorkommen. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu anderen Genrevertretern ist unsere Hauptressource im Spiel, Befehle, welche bestimmen, wie viel unsere Zivilisation in einer Runde tun kann. Denn diese Befehlspunkte benötigen wir für alle Aktionen von Einheiten. Vom Bewegen über den Angriff und so weiter. Sollten diese Punkte aufgebraucht sein, können auch Einheiten, die wir noch nicht bewegt haben, einfach nichts mehr tun. Hier ist Vorausplanung das A und O. Einzelne Einheiten haben dann zwar immer noch eine Bewegungsreichweite und ein Aktionslimit, aber es kann passieren, dass man keine Befehlspunkte mehr hat und sie nicht alle nutzen kann.
ein weit verstreutes Reich ohne genügend Verwaltungsgebäude muss sich also möglicherweise entscheiden, ob es seine Truppen zu Hause Befehle zur Niederschlagung einer Rebellion erteilt oder gegen einen Rivalen in einem entfernteren Krieg vorgeht. Und dieses System macht sich vor allem in der neuen Kampagne und den verschiedenen Szenarien bemerkbar, da wir hier oftmals mehr Einheiten als Befehlspunkte haben und klug einteilen müssen, ob wir weit entfernte Züge machen oder eher kürzere und weniger ressourcenhungrige Aktionen starten. Denn oftmals kann man einfach nicht alles machen. Daher muss man sich entscheiden, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet und was man eher ignorieren kann. Und das sind in der Regel sehr interessante Entscheidungen und bringen deutlich mehr Tiefgang ins Spiel. Insgesamt benötigt dieses System bereits für kleinere und natürlich erst recht für größere Reiche mit weitläufigen Gebieten ein strategisches und taktisches Geschick, um unser Reich dann effektiv zu führen. Die Menüs wirken jedoch teilweise etwas überladen, wobei die Karte wiederum hervorragend aussieht und viele nützliche Informationen auf einen Blick bietet. Einheiten und Gebäude wirken hier sehr stimmig und sind stilbezogen dargestellt und weniger comichaft wie beispielsweise in Civilization. Dafür hätte ein kleines bisschen mehr Schärfe der Karte auch gut getan. Allerdings ist Old World bei weitem weit weg davon schlecht auszusehen, sondern bietet eine wirklich gute Grafik für ein Spiel dieses Genres. Zumal die Performance sehr gut läuft und wir bislang keine Einbrüche hatten. In der aktuellen Erweiterung spielen wir, wie angesprochen, in der griechischen Antike einige Szenarien, wobei wir unter anderem Griechenland selbst gegen die einfallenden Perserhorden verteidigen oder mit Leonidas und seinen tapferen 300 an den Thermopylen den Angriff zurückschlagen müssen, obwohl wir in Geschichte aufgepasst hatten und wussten, dass wir das gar nicht schaffen können, obwohl wir uns dabei ertappt haben, das Ganze 3-4 Mal hintereinander zu spielen, nur um zu sehen, wie viele Gegner wir abhalten können, bevor Leonidas dann letztlich doch sein Schicksal erleidet. Naja, zumindest wissen wir, dass er in dieser Nacht in der Hölle zu Abend ist. Aber nicht nur an Land, sondern auch auf dem Seeweg gibt es einige spannende Kämpfe mit ganzen Flotten zu bestreiten, wobei sich die Kämpfe hier nochmals anders spielen. Allgemein macht das Szenario um das antike Griechenland sehr viel Spaß und wir können mitfühlen mit unseren Streitern und der persischen Übermacht, die wir natürlich letztlich dann doch abwehren können. Besonders interessant in diesem Zusammenhang, nach dem Release, welcher im Mai für diese Erweiterung auf Steam und GOG erscheint, haben wir für 2 Wochen Zeit, das gesamte Spiel kostenlos dauerhaft zu behalten. Deswegen mein Tipp an euch, holt euch nach Release Old World auf jeden Fall in eure Bibliothek. Denn dieses Spiel macht auch langfristig Spaß und es bietet immer etwas Neues bei jedem neuen Spielstart. Denn allgemein sind Kämpfe und Kriege definitiv ein Highlight von Old World, da sie durch das Befehlssystem viel taktische Tiefe ins Spiel bringen und die Komplexität nochmals steigt. Verschiedene Einheitentypen haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen und können so effektiv eingesetzt werden, was es ermöglicht, auch gegen eine vermeintliche Übermacht zu bestehen. Kavallerie kann beispielsweise erneut angreifen, wenn sie eine Einheit ausschaltet. Speerkämpfer halten hingegen Kavallerie effektiv auf, da berittene Einheiten ansonsten die Regeln für Kontrollzonen ignorieren können. Zudem sind die KI-Gegner gefühlt deutlich schlauer im Kampf, als man das aus anderen Spielen gewohnt ist und nutzen gerne Schwächen und kleine Fehler gnadenlos aus. Unfair ist die KI jedoch bislang nicht. Old World, das nach fast einem Jahr bereits einige Patches erhalten hat, ist jedoch immer noch für den Einstieg zunächst sehr komplex und kann anfangs etwas verwirrend sein. Daher empfehlen wir auf jeden Fall, die Tutorials zu spielen und sich nach und nach in das Spiel einzufinden. Es lohnt sich. Allerdings bietet es auch eine deutliche Komplexität durch die Familiendynastien und verschiedenen Charaktere, welche durch diese zusätzlichen Mechanismen ebenfalls Aufmerksamkeit benötigen. Hier haben wir ähnlich wie in Crusader Kings die Möglichkeit, Allianzen zu schmieden, ihn zu arrangieren oder ungeliebte Nachfahren irgendwo an der Front versauern zu lassen. Abschließend aber noch eine deutliche Warnung. Old World kann ein Zeitfresser sein, nachdem wir das nur noch eine Runde, nur noch einen Kampf und nur noch eine Stadt einnehmen, sehr deutlich gespürt haben. Und über eure Meinungen, Kommentare freuen wir uns natürlich besonders. Schreibt gerne im Video, kommt im Discord vorbei oder schaut bei uns in den regelmäßigen Twitch-Livestreams rein. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage wie immer, see you in the verse. Oder in diesem Fall, see you in the old world.